Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. Letzte Folge haben wir das hier geschafft, also nicht wirklich viel. Normalerweise hätte ich von Anfang an direkt losgebaut, hätte ich jetzt hier schon ein fertiges Gehege mit Bär drin. Aber das habe ich nicht, deswegen werden wir in dieser Folge das Gehege zu Ende bringen. Und ich mag diese Felsen einfach, um Durchgänge zu überdachen, sage ich. Danke. Ja, ich lasse es einfach so. Ich lasse es einfach so dastehen. Machen wir mal hier weiter. Wenn das hier wieder so etwas eintönig aussieht, lasse ich das jetzt erst einfach. Barriere bearbeiten. Nein, nicht das, sondern das. Einwegspiegel, Dankeschön. So. Bringen wir die Dame mal rein. Die 9,2 Jahre alte Dame. Alles klar. Rappenantilope. Ah ja, stimmt, die habe ich ja vorne aus dem Gehege geholt. Die Werte sind gar nicht so schlecht. Also Rappenantilope geht bei mir ganz gut. Handel. Handel. Dankeschön. 326. 8 Erhaltungspunkte haben wir schon. Acht Erhaltungspunkte. Für die Arten. Junge. Jetzt werde ich schon gleich wegen, jetzt werde ich bestimmt gleich wegen Volkssätze oder so. Nein. Grizzly. Die muss doch aber nicht klettern, oder? Bitte nicht. Oh, die muss nicht klettern. Hä? Mann, warum zählt denn dieses blöde Ding nicht als stabiler Rückzugsort? Muss ich dir dafür erst was hinpflastern hier? Oder ist hier irgendwo ein Loch in der Decke? Jetzt mal im Ernst, wieso zählt das nicht? Das verstehe ich einfach nicht. 6% stabiler Rückzugsort, wie viel brauchten die denn? Muss ich hier mal die Klonarmee zur Seite räumen und dann noch einen kleinen Eingang reinfräsen. Gelände. So, ich hoffe, dass die ist zufrieden. Nicht schon wieder.
So. Und damit. Und wie sieht's aus? Immer noch 6%, was soll das? Das gehört gar nicht zum Gehege. Warum? Fragt die Barriere. Wie weit reingeht das Ding? Nein! Bis hinter weiter zu den Wölfe. Wunderbärchen. Nicht. Nee, nicht wunderbar. Ich frage mich, wie ich das jetzt mache. Das geht jetzt, alles klar. Dann einfach mal hoffen, dass das so ausreicht. Was knarrt denn hier ständig? Mann. Langsam nervt's. Was ist denn mit der Musik jetzt los? Ach Mann. Vielleicht kann die da auch gar nicht hin. Deswegen. Hier. Deswegen zählt das nicht als stabiler Rückzugsort. Ich mach das gleich wieder zu. Die kommt da gar nicht rein. Wieso nicht? Ist die zu niedrig, die Decke? Oder? Junge, was ist denn das für ein Stein? Ey, das geht mir auf die Nerven, dieses Geknarze vom Schreibtisch. Vor allem, woher das kommt, ist eine echt geniale Frage, die ich niemandem beantworten kann. Sind die Felsen zu nah beieinander? Ich hätte erst mal vielleicht Play drücken sollen. Okay, also höhetechnisch würde das jetzt funktionieren. Sind die Felsen zu nah beieinander? Und jetzt. Yay. Und stabiler Rückzugsort? Ja. Vollständig. Sauber. Es ist vollständig sauber. Ich habe geputzt. Jetzt ist es vollständig sauber. Ja, okay. Ich glaube, ja, man hat es kapiert. Nee, ganz bestimmt nicht. Nee, zurück bitte. Und dann nur noch verkehrt rum. Mann, ey. Das hier schieben wir mal ganz gekonnt mit einem der Klone zu. Nur dass es diesmal wirklich Copy-Paste ist. Fortsetzen, danke. Jetzt noch zu viel langes Gras. Kürzeres Gras wäre viel besser für mein Grasgeschäft. Das sagt sie, nicht ich. So. Wie sieht's mit Erde aus? Erde sieht gut aus. Es hat genug Erde unter den Füßen.
Alles supi. Auch wenn mal ein bisschen Gras drüber ist. Erde ist immer da. Sie könnte mehr Fels vertragen. Wer nicht? Warte ich. Ach nee. Wieder Fels hier. Hier war noch was. Irgendwo hier. So. Ja. Stödel. Dort hast du die Erde hingehauen. Egal. Jetzt noch ein bisschen feiner Fels an die Steine hier. Glatter Fels, nicht feiner Fels. Zwar kein Fels, aber hier jetzt noch mal ein bisschen Erde, leicht Erde. Und das lange Gras durch kurzes ersetzen. Sollte auch noch ein Stückchen Luft nach oben sein beim kurzen Gras. So, jetzt habe ich aber echt keine Ahnung mehr, wo noch langes Gras sein soll. Wo war das? Hier drunter. Nein, das war alles Fels. Solange das so bleibt, alles super. So, Bepflanzung. Der Ei. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass die Bepflanzung dir nicht gefällt. Und Kontinent ist in Nordamerika. So. Schöne Dreierbaumgruppe. Okay, ob ich es so schön finde, das ist die andere Frage, aber jetzt sehen sie die hier nicht mehr in der Höhle. Nur noch durch den Höhlen, durch den Schlitz in der Höhle. Knack. Oh, jetzt tut mein Ohr weh. Der Kiefer hat geknackt und jetzt tut's Ohr weh. Find schon. Pralle. Eine schöne Douglasie hier hin. Und noch eine kleine. Kleine dahinter her. Also baumreich ist es jetzt auf alle Fälle. So, den Gebuch.
natürlich jetzt noch ein paar schöne Blumen hier davor. Das soll ja auch den Besuchern gefallen. Also sind wir je mehr Pflanzen, desto besser. Finde ich. So manche Tiere finden das nicht. Aber naja. Was willst du machen? Aber naja, wenigstens sind Steine deine und ihre Freunde. Mit Steinen kannst du hier nichts falsch machen in dem Spiel. Wie schon oft genug gesagt. Eigentlich. Könnte ich eigentlich so einen Stein könnte ich ja eigentlich in den kleinen Bachlauf oder Fluss, weil ein Bach ist breiter und ja größer. Ich mach das weg, das macht das Herz weg. Ist ja eklig. So. Huch, das ist ja noch unter Wasser, das Ding. Wird zwar sowieso Kümmer fallen, aber nein. Es darf nie unter Wasser sein. Natur. Jetzt ist schon wieder der Soundtrack, jetzt wieder da. Komisch. Ist das Fingerhut? Moosglöckchen. Okay. Fingerhut wäre mir ein bisschen zu giftig, den bei meinen Tieren reinzusetzen. Breiselbeerbusch. Der darf dabei Bären nicht fehlen. Badumts. so richtig lustlos. Badumts. Gehege. Grizzly Bear. Da haben wir hier mal ein paar große Schlafmöglichkeiten rein. Immer schön drehen. So. Reicht, glaube ich, bei einem Tier reicht, glaube ich, auch das kleine, weil ich meine, es werden ja dann noch genug Beschäftigungsmöglichkeiten platziert, die auch nochmal Futter spenden, ja. Eine Reibe, so ein die wird erstmal komplett braun. Hallo. Danke. So. Gehege immer noch. Der Eiswürfel zum Lecken. Ein Karton. Ein Windspiel. Wer kennt's nicht, im Wald spielen die Bären auch mit Windspielen. Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung bei uns im Wald. Bei euch nicht, dann ist das komisch. Bei euch, nicht bei uns. Gibt's denn nichts anderes? Na dann. Wo ist er? Da ist er. Die Klimaanlage. Wartet mal, das ist bis hier und das Ding ist, ja, das passt. Und einfach nochmal hier eins. Einfach aus Prinzip.
22 Grad wollte ich in der Umgebung haben. Zum Glück wird das dann einmal noch mal angezeigt, dass man das nochmal korrigieren kann. Wenn ich jetzt aber 23 Grad mache, dann und das runterziehe, bleiben es einfach 23 Grad. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Die wollen mich doch einfach bloß ärgern. So. Noch einmal bitte runterziehen. So. Und damit hätten wir jetzt die Gehege soweit fertig. Jetzt müssten wir dann nur noch alles drumherum. Oh, Steppenzebra erwartet Nachwuchs. Die Zebrabefohlen sind einfach immer so süß. So richtig süß sind die, du. Das geht sowas an gar nicht. Das geht ja mal gar nicht drauf. Hat der überhaupt genug Platz in dem Gehege? Majestätisch. Hat ich das nicht schon beim Wolf gesagt? Ja. Die hat genug Platz. Ja. Jetzt ist der stabile Rückzugsort wieder weg. Wegen dem Windspiel? Oder... Hä? Warum ist denn der jetzt wieder weg? Kann die denn jetzt wieder nicht betreten wegen dem hier? Wegen den... Dunkel. Ich kann da nichts sehen, das mag ich nicht. So gut. Madame, ich komme nicht da rein. Deswegen mach ich da einfach erstmal keinen stabilen Unterschlupf draus. Jetzt, Rückzugsort. Nicht immer. Warum sag ich eigentlich immer Unterschlupf? Stabiler Rückzugsort. Oh. Die ist doch gar nicht so alt wie gedacht. Das steht ein bisschen komisch. Das drehe ich mal kurz. So. Damit hätten wir nach einfach 25 Minuten auch das Bärengehege fertiggestellt. Wir könnten jetzt auch noch mal gucken, ob wir einen Partner für sie finden. Tierpfleger rufen. Tierpfleger rufen, Techniker rufen, wegen der Barriere, hier auch, Techniker rufen, 10 Tiere, leidet unter niedrigem Wohlbefinden, ja, dieses Tier ist durstig, wieso ist denn das durstig, reicht denn die Wasserpfütze, nee, die ist dreckig, hat ich den Kennbrunnen reingestellt? Ne, anscheinend nicht. Gehege. Das ist eigentlich vollkommen egal, welches Tier ich hier als Filter drin habe. Ich höre schon wieder nichts. Liegt das an meinem Headset oder? Nee, ist das Wasser eklig. Das ist richtig morastisch. Aber
kümmert sich das Ding hier hinten nicht drum. Nein, da kümmert sich gar nichts drum. Meine Güte. Dieses Wasser- und Stromproblem immer. Das macht dann aber auch der Arbeitsbereich von den Wildhunden. Warum machen wir das hier? Weil das, ich meine, das macht ja das Wasser nicht sauber, also brauchen die das eigentlich auch nicht mitmachen. Und hier jetzt wieder Tierpfleger ist schon unterwegs, na mein. Tier ist am Verhungern. Aber der Tierpfleger ist schon unterwegs. Wer kennt's nicht? Zwei neue Leute. Ich sag hallo. Ups. Fortfahren bitte. Eigentlich ganz schön unser Park bisher. Wir haben ja noch genug Platz. Veterinärforschung abgeschlossen. Begeistern. Die Wölfe, die werden noch nie fertig. Jetzt haben wir ja noch einen Grizzly hier. Aber der fehlt ja gerade an nichts. Afrikanischer Wildhund. Qualität auf 3 hoch. Und, oh, die ist schon wieder trächtig. Können wir eigentlich alle mal ins Handelszentrum verfrachten. Das waren doch die alten hoffentlich. Acht, 8 Jahre alt. Ja. Und die ist 8,1 Jahre alt. Ja, ich denke, das sind die alten gewesen. Forschung. Salmonellose. Das habe ich schon. Ja, toll. Escher wird bald Nachwuchs haben. Das freut mich wirklich nicht. Tierhandel. Oh, mit Gold, ey. Und super Werte. Ja, komm, einfach so, wie sie sind. Oh, Fruchtbarkeit 100. Und ich wette, die werde ich aber trotzdem nicht losbekommen. Oh, hier. Größe 92, Fruchtbarkeit 100. Einfach super Werte und ich wette, ich werde die einfach nicht losbekommen. Weil sie denken, Gold, die werden bestimmt so teuer sein. Im Grunde sind sie das eigentlich auch für sie, für die Tiere, aber nein. Oder senkt sich jemand, Gold. Naja. 28 Minuten schon. Die hat Nachwuchs, das ist sehr interessant. Besucher sind hier jetzt noch nicht so vertreten. Aber das kommt bestimmt noch. Ich kann es leider auch nicht sagen, ob es so ist, aber ich denke mal, dass es so ist. So. Und die steht komplett im Stein. Ach man. So. Warte, dann machst du einfach so hier. Muss ich den nicht erst drehen. So. Also drehen muss ich die schon so ein bisschen, aber halt nicht in die richtige Vertikale drehen. Vertikale? Keine Ahnung. Damit bin ich immer durcheinander gekommen. Schon immer.
Jetzt habe ich hier einen Bildschirm an der, am Stein kleben. Wo ein bisschen Stein rausguckt. Aber das ist egal. Grizzly. Und siehst du, jetzt sieht man nicht mal, weil er am Bein von Grizzly ist. Das ist der Grund. Die afrikanischen Wildhunde, ey, regen sich gerade drüber auf. Ungleiche Geschlechtsverhältnisse. Komm, lass noch mal Nachwuchs holen. Lass noch mal poppen. Grizzly. So. Jetzt kann man noch mal so ein Ding hier hinstellen, wegen Abholzung der Wälder oder so. Oder Klimawandel oder sowas. Landsharing versus Landsparing. Bienen sterben. Das passt zu Europa und Nordamerika. Obwohl ich Asien und Europa zusammengepackt habe. Abholzung der Wälder wird jetzt eher bei Menschenaffen rein. Kloppen. So machen wir es. Regeneration der Ozonschicht. Was? CFCS. Okay. Tierhandel. Ich wollte alles schon weg, außer Silber. Gut. Zu wissen. Nicht mehr Wolf, sondern eher den Grizzly, bitte. Nochmal einen Grizzlybär da. Wenn möglich ein männliches Exemplar für, mit relativ guten Werten für nicht so viel Geld. Ach du Kacke, kosten die. Die sind die alt. Und haben nicht mal gute Werte. Okay, der hat einigermaßen gute Werte, aber der ist halt auch schon 14 Jahre alt. Ach, was soll's, solange der Nachwuchs zeugt oder nicht. Und wir haben ja dann immer noch über 400. Verbinde. Komm schon. Komm. Come on. Come on. Verbinde. Los, komm schon. Das schaffst du. Du schaffst das. Du verbindest. Und gleich kommt so, dieses Tier kann nicht adoptiert werden. Knaritsch. Ich bin schon wieder bei 33 Minuten. Jetzt mach mal den. Zieh mal einen Finger. Hat's einen Finger gezogen? Ach man, der ist bestimmt schon wieder weg. Jetzt lädt das nicht mal mehr. Die Beta gekauft. Achso. Liste aktualisieren. Naja, ich guck dann mal. Aber ich bin noch online. Ich bin noch online. Ah. Dasselbe Problem wie heute Nachmittag. Zu speichern. Komm schon, wenigstens das kannst du. Ja. Sicherheitshalber nochmal. Ja. Okay, mit diesem. Ja, wie soll ich sagen? Ende genauso wie kurz bevor wir das Wolfs. Also, als wir den, das Wolfsgehege angefangen haben, würde ich mich jetzt verabschieden. Und. Ja. Wir haben es geschafft. Bis. Zur nächsten Folge werde ich mir einfallen lassen, was wir jetzt noch machen könnten. Da wir in Nordamerika, abgesehen von dem, ja, das Reptilienhaus könnten wir machen. Weil dann haben wir Nordamerika abgeschlossen und können mit irgendeinem anderen Gebiet fortfahren. Vielleicht Südamerika, Süd- und Mittelamerika oder so.
Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen. Abonnieren und Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, sofern ihr wieder einschaltet. Ciao!